Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Ja, meine Stadtzufriedenheit ist bei 100%. Ich habe 5 Abzeichen abgeschlossen. Okay, 501 Myrrhe über Nacht produziert. Sehr schön. Dann können wir das nämlich mal ausprobieren. Ja, mit der Dekoration, denke ich mal, werde ich dann später mal weitermachen. Ich möchte das mit den Immerlingen mal ausprobieren. Ein Gebäude ist gebaut worden und 4 Personen sind sogar noch angekommen. Sehr schön. Wunderschöner Tag. Ja, genau. Aua. Ich kann auch nicht mal gerade auslaufen. Singt im Harmoniestein in den Wiesenquartieren etwas vor. Ach ja, stimmt. Das haben wir letztes Mal gar nicht mehr gemacht. Ach so, diesmal steht er, beziehungsweise sitzt er hier oben nicht. Kommt das jetzt hiervon, was ich hier höre? Okay. Egal. Also wir gehen erstmal in die Wiesenquartiere. Was ist denn hier schon wieder passiert? Da will einer einziehen. Da hat einer eine Quest für mich. Moment, ich muss hier erstmal... Eieiei. Moment, hier hinten. Achso, sie. Ich stelle eine Raupe ertragreich Chor zusammen. Eine Raupe ertragreich Chor, okay. Die meisten Stimmengruppen sind schon besetzt. Achso, mir fehlt nur noch ein kleiner Tenor. Kannst du mir eine Raupe ertragreich bringen, dass diese entscheidende Lücke füllt? Ich denke. Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir bringen wirst. Hier, nimm das. ich habe sogar nur eine davon. Aber Hauptsache, ich kann sie glücklich machen. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie wär's? Raupe ertragreich. Ich hoffe, du hast den Stimmumfang, der meinem Chor noch fehlt. Heute Abend ist unser erster Auftritt. Ja. Über die geistige Verfassung der Leute möchten wir jetzt lieber nicht sprechen. Ja, da hinten habe ich noch jemanden, der hier gerne einziehen würde. Wir haben Plätze frei. Guten Tag. Du kannst nicht sehen, weil du hier hinter versteckt bist. Junger Herr, okay. Rio. Traumjob Farm. Ist das der, den wir schon mal gesehen haben? Nee, ich glaube, das war ein anderer mit der Farm, oder? Wir nehmen den jetzt mal einfach, dass wir den irgendwo einziehen lassen können. Betonung liegt auf irgendwo. Wir haben tatsächlich nur 3 freie Plätze. Achso, hier oben stand es ja auch 10 von 13. Joa, wir setzen den einfach mal zu Oleander rein. Ja, gibt es hier nicht noch jemanden? Moment, ich schau mal eben hier. Rio ist arbeitslos. Ja, das ist klar. Was, Sieht ein bisschen seltsam gerade aus. Ach so. Aber was ist diese... Ach, das ist meine Grenze, glaube ich, einfach nur, oder? Das ist so maximierte. Ja, das sieht ein bisschen dämlich aus irgendwie. Okay, also möchte gerne Schneider werden, möchte gerne ins Café. Stimmt, das ist ja jetzt... Kann ich das schon oder muss ich das erst vorher nochmal ausgewählt haben? Kann ich so nicht, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe. Das Café, wo haben wir das denn? Hier haben wir das gebaut. Zack. Einmal. Wieso steht da jetzt ein Stern dazwischen? Weil das der Traumjob ist, also dahinter. Weil das der Traumjob ist? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass deswegen der Stern drin ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. So, dann schauen wir mal. Wir werden hier noch eine Marke reinsetzen, damit dann noch jemand arbeiten kann. Achso, die Marken kosten ja auch noch. Wir setzen trotzdem hier nochmal eine rein, damit wir hier ein bisschen mehr... Dann werden wir das jetzt aber nicht gestalten, weil sonst haben wir gleich nämlich wieder keine Myrrhe, um irgendetwas machen zu können. Wir gucken mal, wir können das eigentlich auch abkürzen. Bevor ich jetzt da ganz blöd und umständlich rüberlaufe. Gehen wir einfach so ganz schnell zu den Naturschutzgebieten. So, und da sind meine kleinen Immerlingskinder. Nein, du wirst keinen dieser Käfer essen, Blödmann. Sträucher verwalten und Bäume verwalten. Ja, die Frage ist jetzt... Was bringt uns das? Kriegen wir dann irgendwo... Wir müssen das einfach mal ausprobieren. Wobei das natürlich sehr, sehr teuer ist. Das kostet alles 100. Okay.
Also Fisch habe ich sowieso keine Lust drauf. Fülle, friedlich. Kann man die jetzt aussuchen, was man haben möchte oder wie? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so. Brasse, Seelenruhe, Zen. Mach mal Zen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja. Ich habe den aber anscheinend jetzt nicht bekommen. Oder? Ach, ich habe den... Ach so. Ach, ich gucke ja auch wieder nirgendwo rein. Wo ist denn der Kern? Den sehe ich aber nicht. Die werden dann rosa, wenn ich da drauf gehe. Wenn ich da drauf gehe, nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Bäume, Insekten. Insekten. Also die machen quasi gar nichts für mich, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder machen die doch was für mich? Die setzen die doch nur jetzt hier hin, dass ich die quasi dann... Ja, nochmal fangen kann oder so. Ich weiß es nicht. Gleichmütig. Ja, welche nehme ich denn jetzt? Entfaltung. Verschwenderisch. Machen wir mal Entfaltung. Ist leider die letzte. So. Wir probieren das jetzt mal einfach so aus. So. Moment. Dann gehen wir jetzt da hin. Ist zwar ein Naturschutzgebiet, aber das... Falsche Taste. Aber das heißt ja nichts. So, Entfaltung. Also ich verstehe es jetzt so, dass die quasi hier reinstellen. Aber, oh, Entschuldigung. Aber ich muss trotzdem alles selber machen. Man muss die trotzdem selber fangen. Das finde ich dann natürlich doof. So, ich nehme jetzt mal einfach die paar hier. Ich dachte eigentlich, dass die Immerlinge sind, die für mich was machen. Aber offenbar nicht. Na gut, sing dem Harmoniestein in den Wiesenquartieren was vor. Okay, dann lassen wir uns da auch nochmal eben schnell wieder hin zurückbringen. Das haben wir nämlich eben total vergessen, als wir da gewesen sind. So, dein jüngstes Bauprojekt ist abgeschlossen und kann besichtigt werden. Ich weiß, ich weiß. Wer bist du denn? Kenne ich dich schon? Achtung, liebe Güter, ein Begrüßungskomitee. Nee, anscheinend nicht. Oh, Tierchencenter. Möchtest du einziehen? Ich habe darüber nachgedacht, einen Stadtgarten in meiner Nachbarschaft anzulegen. Ah, ich habe gehört, dass es einen gibt. Also, ich weiß nicht, warum da Tierchen steht, aber Stadtgarten. Okay, ich möchte dich hier haben. Ich will dich wirklich hier haben. Da steht aber trotzdem nur Tierchencenter. Kann man hier noch mehr Ernährung? Wie kriege ich dich denn jetzt zum Einzug? Ich weiß nur, die Leute können einziehen, die das Symbol oben drüber haben. Aber wie kriege ich dich denn jetzt dazu, dass du unbedingt hier bleibst? Och Mann, och Mann, och Mann. Du warst doch der Harmoniestein, oder? Ja, genau. Oh. Deine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Ja? Kriege ich jetzt ein neues Gebiet? Oh, bitte. Ich bin so aufgeregt gerade, das glaubt ihr nicht. Ab jetzt geht alles glatt. Ja, das wäre schön. Was ist das denn? Wohnt da jemand? Oder hat da mal jemand gewohnt? Ah, da ist noch eine Tür. Oh, sag bloß, das ist ein neues Stadtgebiet. Oh, du hast eben einen Distrikt freigeschaltet. Ah! Bin ich noch aufgeregter. Scheiße. Wenn ich das richtig... Moment, das müssen wir noch eben einfordern. Sekunde. Wo ist es denn? Da leuchtet es.
Ja, Gießkannengeschwindigkeit. Sehr schön. Das habe ich immer gerne. Gemeinschaft hier. Klassische Schnurrbart. Ha, ha. Die Patrice wollte ein Bad. Sehr schön. Oh, wie geil. Restaurant-Blaupause. Nein, oder? Ich habe es aber gerade nicht gesehen, dass wir jetzt ein Restaurant bauen können. Ich glaube, das waren nur die Blaupausen, wie wir das verschönern können, oder? Ich muss mal kurz gucken. Nee, verwalten will ich nicht. Das sind immer noch nur die hier. Da ist kein... Wir haben ja auch vorher noch keins gehabt, ne? Kein Restaurant freigeschaltet. Schade. Ich bin so ein bisschen... Arbeitslos. Patrice, wieso ist hier ein Ausrufezeichen? Hat die eine Quest für mich? Moment. Gasthaus. Gasthaus. Er ist auch im Gasthaus. Bibliothek. Sie hat ein Geschenk für mich. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss hier überall mal rumlaufen. Das hat wahrscheinlich jetzt damit zu tun, dass ich gesungen habe, nehme ich mal an. Aber ich sehe jetzt hier die Ausrufezeichen nicht. Ich bin gerade total verwirrt. Ich kann hier gerade gar nicht klar denken. Warst du nicht da drin? Hier, nimm das. Moment, was wollte sie denn? Wer ist sie denn? Moment, ich habe deinen Namen gerade vergessen. Mini. Mini, Mini wollte doch gar nichts. Nee, ich konnte ihr nur so etwas schenken. Okay, ich wollte gerade sagen. Steht zumindest nicht auf meiner Liste drauf. War ich eigentlich schon mal in der Bibliothek drin, mal nebenbei bemerkt? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich bin hier definitiv noch nicht drin gewesen. So eine Sauerei. Ich habe die gebaut und ich habe sogar schon jemanden reingestellt, der hier arbeitet. Ich glaube, es ist schon etwas her mittlerweile. Und ich habe nicht mal für nötig gehalten, mich hier umzusehen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Kannst du mir helfen? Keine Ahnung. Leider kann ich hier nichts anklicken. Schade. Aber war schön, mal reingeguckt zu haben. Das ist ein... Das wird hier langsam ziemlich voll. Diese Stadt kann ohne neue Bewohner nicht wachsen, Lehrling. Ja, ich weiß. Sollen wir mit der Instandhaltung der völlig verwahrlosten Docks beginnen? Ja, da wollte ich jetzt hin. Genau, aber ich wollte vorher eigentlich wegen den Ausrufezeichen, die da drin sind. Mal gucken. Hier, da war zum Beispiel einer. Beziehungsweise ein Ausrufezeichen. Wieso habe ich jetzt hier zwei? Achso. Dieser Eisbecher braucht ein knuspriges Topping. Was? Ich denke, irgendeine Art von Kern ertragreich. Wärst du so lieb? Achso. Kern ertragreich. Ja. Haben wir einen? Ja, natürlich. Die sind das. Darfst dich aber auch gerne umdrehen, wenn du mit mir redest. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Perfekt. Und mein Eis ist nur halb davon gelaufen. Dankeschön. Ja, gerne. Gerne, gerne. Dürfen wir wieder was abholen? Nee, dann habe ich das jetzt falsch verstanden. Okay, mir egal. Also, wir hatten aber noch ein Ausrufezeichen. Eins war aber doch bei der Bibliothek eben, oder nicht? Moment. Sie steht gerade am runden Platz da vorne. Aber das ist doch grau. Ach, Moment. Das ist das nicht Patrice gerade gewesen? Die wollte den Bart haben. Genau. Wieso ist das grau? Ich habe doch einen Bart bekommen. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Vor allen Dingen bin ich jetzt gerade auch ein bisschen traurig und sauer. Okay, wir gehen jetzt erstmal, hier oben war es, glaube ich, hin. Genau, da hinten, da ist der neue Bereich. Das war der Festtagsplatz, okay. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Mein Gott, ich muss erstmal da hinkommen. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt überhaupt möglich ist, weil der Ebenendistrikt... Ach nee, das ist... Ah nee, da ist das Gebäude, genau. Da hinten können wir das dann eventuell freiräumen. Ich gucke trotzdem mal kurz. Doch, da ist ein Baustellenschild. Mache ich auf jeden Fall.
Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hierfür... Ich glaube nicht, aber falls ich jetzt hier irgendwie für dieses Hauptding auch Myora brauchen sollte, will ich das jetzt nicht hinten verplempern. Genau, hier war... Achso, zur Grotte des Alchemisten. Das war jetzt nur die Tür, die muss ich nicht freischalten, so wie es aussieht. Okay, gut, das ist noch etwas zu... Oh, Entfernungskosten 0. Das Verbindungsstück für Handel... Ja, super, dann mach das bitte. Ja, einmal aufräumen bitte. Wenn es kostenlos ist, mag ich das umso mehr. Ich wollte gerade sagen, der ist doch noch nicht fertig. Ja, super, ein neuer Platz. Muss ich hier noch irgendwas bestätigen? Muss ich sehen? Anscheinend nicht. Ach so, ja, das ist bestätigt. Stimmt, das, was er meinte. Das sind ja die Docks. Ich habe jetzt so viel... Ach so, ja gesagt. Ich bin ja gerade so fasziniert, dass wir hier einen neuen Bereich haben. Oh. Kann ich hier denn... Ja, klar. Mit meinen kleinen Myoras, die ich habe. Oje, oje. Da hinten kann ich auch noch was freiräumen. Dann würde ich eigentlich sagen... Ach hier, das ist auch noch alles. Wobei, wenn man das freiräumt, der Platz ist natürlich schon etwas mehr, als wenn wir das hier freiräumen. Andererseits ist da natürlich das näher. Hier können wir auch nochmal freiräumen. Freiraum, ich kann auch nicht mehr aussprechen hier. Also drei Plätze haben wir auf jeden Fall, die wir noch erweitern können. Ich denke mal, das geht dann auch da oben nochmal hin. Zumindest kann ich da auch gleich mal erkunden. Das sieht so ein bisschen nach Ruinen aus. Das kann ich später auch noch freischalten. Oh Gott. Hier unten weiß ich nicht, ob da noch was ist. Ja, mache ich erst das oder mache ich? Da kann man jetzt nicht sehen, wie viel das war. Ne? 3,24, glaube ich, waren es. Aber ich bin mir nicht sicher. Schauen wir hier mal eben. 216. Das ist natürlich wesentlich weniger. Ist die Frage, ob wir hier vernünftig bauen können. Aber ich hoffe. Ja, also ich würde trotzdem sagen, dass wir das erstmal hier freiräumen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dann haben wir nicht mehr allzu viel. Wir können hoffentlich... Ja, wir können die Sachen von drüben hier bauen. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel schon mal mit einem Gasthaus anfangen. Was wir freundlich einladend hier direkt so dran stellen. Zack. Ja, Gasthaus. Das kleine Haus kann ich nicht machen, weil das doch sehr viel Myora sind. Was schade ist, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Aber gut, die können ja erstmal im Gasthaus Platz nehmen, wollte ich gerade sagen. 20 Gebäude kann ich machen. Das ist, glaube ich, Dekoration hier mit den Blumen. Und 500 Wege könnte ich theoretisch machen. Ja, eigentlich blöd. Die Wege sollten wir auch machen. Aber die kosten halt so viel. Deswegen habe ich die immer ein bisschen kläglich vernachlässigt. Okay, 202 haben wir noch. Ein neues Gebäude. Ah, Moment. Ein neues Restaurant und eine neue Taverne. Beides können wir aber nicht machen. Es sei denn, die meinen Gasthaus mit Restaurant. Taverne ist aber kein Café. Könnte man jetzt theoretisch... Ich könnte es mal ausprobieren. Nee, Moment. Gasthaus habe ich ja... Quatsch. Ach so, Gasthaus, genau. Nee, dann lassen wir das erstmal. Wir können es halt noch nicht bauen. Das ist der Mist bei der ganzen Sache. Okay, die haben hier alle Hände voll zu tun. Muss mal eben schauen. Nee, da hinten wollte ich eigentlich hin. Da oben wollte ich mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Bei meinem Glück vermutlich eher nicht. Aber wir schauen trotzdem mal. Oh, da ist eine Höhle. Da hinten. Moment, da hinten ist noch. Aber die muss man ausschließen, glaube ich. Ah, aber wir haben einen Eisenschlüssel noch da. Was ist das? Brüchiges Notizheft. Lieber Bruder, ich habe auf der vierten Ebene des östlichen Turms Arbeit als Glyphenverwalter gefunden. Meine Aufgabe ist es, neue alchemistische Glyphen zu katalogisieren und zu studieren. Die Arbeit ist sehr erfüllend. Die Myora-Sättigung ist unglaublich und fast täglich findet man neue Wege, um sich die Kraft zunutze zu machen. Die Stadt ist gewaltig und derart reich an Wundern, dass ich sie nicht aufzählen kann.
Seltsam ist aber, dass jeder auf Distanz bleibt. Die Stimmung ist gedrückt, fast als wäre man auf einer Trauerfeier. Ah! Okay, 6 Tagebücher. Da können wir wieder etwas einfordern. Perfekt. Wo ist es denn? Nächstes Kapitel E. Nee. Hä? Ich denke, ich kann hier was einfordern. Indem ich jetzt veräppel. Da ist doch nirgendwo ein Symbol drauf. Hm. Naja, ich lasse es jetzt erstmal. Bevor ich jetzt hier stundenlang suche, möchte ich doch erstmal mit euch die Gegend hier erkunden. Das ist deren Naturschutzgebiet. Ja, sehr schön. Scheint, als sei diese Welt stabil genug für einen Immerlinghüter. Möchtest du heute einen Lehrling einstellen oder wieder abgeben? Er hat 0 Unbeschäftigte. Ja, das heißt, ich muss dann hinten vermutlich erstmal einen wieder abgeben, damit ich hier einen einstellen kann. Damit ich das sozusagen nach meinen Wünschen hier gestalten kann. Wobei, ein paar Sachen sind ja schon drin, ne? Hm. Schauen wir hier mal weiter. Sieht irgendwie so aus, als ob man da durch könnte. Ich denke mal, hier kommen wir aber nur zurück. Hier ist es eher so dekomäßig, sage ich mal, von der Optik her. Ebenendistrikt. Wo kommen wir denn eigentlich aus, wenn wir hier unten... Ach so, hinter dem Bereich da. Okay. Da ist aber so nichts, was ich übersehen hätte, nehme ich mal an. Ja. Ach so, die Höhle. Ja, die hätte ich fast vergessen. Ah. Nein, da müssen wir noch schnell zurück. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gedacht, oh nein, jetzt hat sie sich so auf die Höhle gefreut und jetzt rennt sie einfach weiter. Ich habe es wirklich fast vergessen. Mal schauen, was das ist hier. Oh je. Oh, was haben wir denn hier? Da muss ich jetzt immer die... Oh, ich hasse das mit diesen Umschalten. Biene, freundlich. Okay. Ich hab mir gerade was verpasst. Ja, komm, schlag doch auch, Mann. Und er ist weg. Na toll. Aber die können wir zum Glück noch einfangen. So, ringelt hier schön. Das meine ich mit, das hasse ich, dass das dann... Schande. Ich glaube da jetzt erstmal drauf. Hau den doch jetzt einfach mal, Mann. Okay, der fliegt. Kriegt jetzt alle 1-4 auf die Schnauze. So. Bleib stehen. Dich kriege ich auch noch. Du auch. So. Alle erstmal betäuben hier. Hier haben wir. Da unten ist doch irgendwas, oder? Guck mal da runter. Also erstmal kommen wir hier hoch. Ah, wie komme ich denn da rüber? Hallo? Nein. Ach so. Ich dachte gerade, die Nacht hat eingesetzt. Ich habe schon totale Panik bekommen hier. Kann man da... Ja, aber doch nicht so. Mist, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Oh, wo kommst du denn her? Erwischt, ich muss los. Ja. Kein Thema. Bereit zum Einfordern. Mal gucken, ob es funktioniert. Immerlinge. Da, das funktioniert diesmal. Juhu. Lange Haare. Oh, sehr geil. Guck mal hier nochmal. Nö, da blinkt immer noch nichts. Wobei, +4. Ah, jetzt kommen wir da rein. Das war eigentlich das, wo ich vorher auch schon drauf geklickt habe. Aber wahrscheinlich hat er das andere nur angenommen oder so. Immerling ist jetzt immer noch was? Ach so. Okay.
Rauchige Haarfarbe. Na, das Ding sieht ja mal geil aus. Okay, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann ich eigentlich schwimmen? Ich weiß gar nicht, ob ich das mal ausprobiert habe. Da hinten? Komme ich da hinten wieder hoch? Nee. Okay. Nein, ich kann anscheinend nicht schwimmen. Aber wir kommen wieder hier oben raus. Das ist schon mal positiv. Okay. Hier haben wir auch noch was, was wir abbauen können. Sehr schön, sehr geil. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich jetzt gerade eigentlich bin. Moment, hier bin ich aber dann hochgelaufen, oder? Ja, bin ich. Die Frage ist jetzt, stürze ich da wieder? Oh, bleib hier, bleib stehen. Nein, nicht runterspringen. Nein, Moment, ich mache das anders. Vielleicht fliege ich da nicht so runter. So, dann mache ich das jetzt ganz vorsichtig extra. Nicht da runterfallen, Leute. Habe ich die jetzt trotzdem bekommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Doch, ich glaube, der ist aber mit drüber. Schnelle Expansion. Ach so, das ist hier dieses Jahr. Okay. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt wieder zurück, ohne dass ich abstürze? Okay, das funktioniert. Sehr gut. Ah, da habe ich dann noch alle. Da kann ich vermutlich später mal rum. Ihr kriegt wieder eins auf die Mütze. Bleib stehen. Du auch. Nein, bleib stehen. Mann. Ihr seid echt fies. Was auch immer das ist. So, zack. Zack, auch. Hallo? Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier noch einen vergessen, aber okay. Das ist so eine Art Insektenhöhle hier. Moment, dahinter war doch auch noch einer. Genau, bleib stehen. Nein! Komm dahin, wo ich dich kloppen kann, wird man. Ach, Mann. Nee, das war der aber gar nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, bleib da, wo ich dich schlagen kann. So. Mann, 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 Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, diese wirklichen. Hab ich die schon? Also so wie es aussieht, das wollte ich eben übrigens noch gesagt haben, jedes Mal, wenn wir die Insekten ja alle weggeschlagen haben, scheint sich hier ein neuer Bereich aufzutun. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ganz viele Sachen zum Einsammeln. Diese überfälligen Bücher kann ich dir eigentlich an die Bibliothek zurückgeben? Wäre mal eine Idee wert. Den jetzt nicht bekommen, der da runtergefallen ist. Nein, jetzt sag bitte nicht. Oh, ich habe den Schlüssel. Oh, ich muss wieder neue Schlüssel kaufen. Ich merke das schon. Ernährungsverstärkung. Okay. Kann ich da runterspringen oder stürze ich mich dann da ins Verderben? Nein, ist das der Ausgang? Ich glaube ja, oder? Ich bin hier reingekommen. Dann müssten wir theoretisch alles entdeckt haben. Ja, es ist der Ausgang. Ja, cool. Dann schaue ich auf jeden Fall vorne nochmal eben, was ich da noch entdecken kann. Falls es da noch was zu entdecken gibt. Vielleicht sind da auch einfach nur Felsen. Das konnte man jetzt nicht so gut sehen. Da war das mit der Tür. Da oben ist, glaube ich, nichts gewesen groß. Da bei der Brücke. Mal schauen. Das kann man aber auch wegmachen. Das ist sehr gut. Und kostet 200. Die haben wir noch gerade. Dann würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, mach das mal frei hier. Oh mein Gott, wir haben so einen riesig neuen Bereich jetzt. Ich kann es immer nur wiederholen und betonen, dass ich gerade total happy bin.
Haben wir hier noch irgendwas? Theoretisch könnte ich da jetzt runter, aber ich will jetzt hier noch nicht groß anfangen rumzuspringen. So, und du bist vermutlich jetzt zu teuer, um das wegzumachen, ne? Ja, die habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich hatte auch nur noch irgendwas um die 200 oder so. Aber wir haben noch einen halben Tag übrig, wo wir noch was machen können und noch was verdienen können. Hier ist noch was Schönes, glaube ich. Ein Büchlein. Ein altes Tagebuch. Ich sehne den Tag herbei, an dem diese Nachricht gefunden wird. Denn es besteht Hoffnung, dass die Dürre eines Tages aus dieser Welt verbannt wird. Dass die Fehler unserer Vergangenheit nicht die Lasten eurer Zukunft werden. Einst waren wir voller Stolz, so grandios und prächtig, so naiv und kurzsichtig. Unsere Städte streiften den Himmel auf gewaltigen Türmen und wir entnahmen ihnen große Ströme Miora, um unseren Durst nach Fortschritt zu stillen. Doch der Preis war zu hoch. Passend dazu wird jetzt gerade hier so ein Sturm aufkommen. Und wir entnahmen so viel mehr, als wir zurückgaben. Es tut mir leid, liebster Immerbaum. Es tut mir leid. Ja. Das war jetzt gerade wirklich so voll die passende Atmosphäre. Wir können jetzt hier leider nicht allzu viel machen. Deswegen habe ich jetzt schon total vergessen, was ich mache. Irgendwas wollte ich noch machen. Aber ich... Ach so, genau die... Das muss ich in den Wiesenquartieren machen, ne? Die Goldschlüssel, beziehungsweise Gold- und Silberschlüssel war es, glaube ich, wollte ich nochmal kaufen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das hier ein Blumenladen war. Ah, Eisenschlüssel, genau. Scheiße, da brauche ich dann... Nee, ich habe noch drei drin. Ich bin auch so doof. Okay, ja, ich muss jetzt erstmal wieder Miora verdienen. Die ist relativ häufig zu finden. Aber die habe ich anscheinend auch da drin. Gut, aber ich habe auf jeden Fall, so wie es aussieht, noch drei Goldschlüssel bei mir. Oder heißt das drei verbleiben, die ich kaufen kann? Moment. Nee, drei kann ich kaufen. Aber ich habe drei Eisenschlüssel noch im Gepäck und ich habe einen Goldschlüssel. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich offline nochmal ein bisschen Geld verdiene. Und, also sprich, mich um meine Welten kümmere und ein bisschen Miora verdiene, so. Und dann schalte ich euch nachher nochmal dazu. Vielleicht haben wir dann auch schon genug verdient, dass wir uns den Schlüssel nochmal kaufen können. Ansonsten schalte ich euch hinzu, wenn der Tag wieder beendet wird. Bis gleich. Ich habe gerade etwas gesehen, was mir vorher schon mal aufgefallen ist, glaube ich. Aber ich, Idiot, gar nicht gecheckt habe, was das jetzt genau bedeutet. Und zwar in der Übersicht habe ich einen Immerling gesehen. Da, wo normalerweise dieser Hammer gewesen ist, bei dieser einen Welt hier. Das war die erste, die wir gemacht haben. Scheint, als sei diese Welt stabil genug für einen Immerkindhüter. Möchtest du heute einen Lehrling einstellen oder wieder abgeben? Ich habe zurzeit unbeschäftigte 1. Dann stellen wir den noch ein. Du stellst ein? Wunderbar, ich habe den perfekten Kandidaten. Voller Energie, leicht abzulenken und absolut unverbesserlich. Er kann sofort anfangen. Brauchst du sonst noch etwas? Nein. So, er kann sofort anfangen, heißt genau was? Diesen Ort mag ich ganz besonders, Großling. Ja. Sprich mit Baumling um die Doxen. Ja gut, das haben wir ja schon gemacht. Anscheinend macht er hier nichts. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe ihn zumindest schon mal aktiviert. Also bin ich mal gespannt. Ja. Ob wir vielleicht in der Übersicht, wenn wir den Tag beenden oder so... Weil jetzt ist das hier weg, so wie hier dieser Hammer überall daneben steht. Weil hier nämlich so ein Immerling daneben. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Links steht jetzt auch nichts Neues drin. Eine Höhle. Ach stimmt, da war auch eine Höhle drin. Aber die war ja im Endeffekt, war da ja nichts mehr. Ja, ich bin mal gespannt. Hier unten in der Übersicht kann ich auch nichts machen. Das ist nur die normale Übersicht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zur nächsten Welt. Und dann bin ich gespannt, ob sich da morgen irgendwas ergibt. Oder ob das jetzt, ja, nichts gebracht hat, dass wir den Immerling eingestellt haben. Ich schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn der Tag beendet ist.
So, der Tag nimmt so langsam sein Ende, deswegen werde ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, den nächsten Tag zu erleben, weil wir dann ja die neuen Ebenen freigeschaltet haben. Dann werden wieder neue Leute kommen und ich hoffe einfach nur, dass wir genügend Jora haben. Oh Gott. Also manchmal gibt es Phasen. Okay, ich muss das machen, ich muss das machen. Und manchmal gibt es Phasen, da kriegt man wieder was ganz Neues oder einen neuen Bereich. Und ich denke nur, oh Gott, kann dieses Spiel einfach noch cooler werden? Ja, ich verabschiede mich erstmal von euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.